In dem Film, glaube ich, versucht der Niki unter einer einfach ein Ding durchzuziehen, das man so vielleicht noch nicht gesehen hat oder noch nicht in der Art in Deutschland gesehen hat. Und mich reizt es, auch mal eine andere Figur darzustellen. Mich reizt es auch mal, einen Hund zu erschießen. Ich liebe Hunde und es fällt mir schwer. Aber ich finde, wenn man einen Charakter darstellt, dann muss man auch Dinge tun, die nicht mit einem persönlich konform gehen. Und das passiert mir nicht so oft in normalen Produktionen. Die Idee zu dem Film ist folgendermaßen entstanden. Der Heiner und ich haben im April zusammen einen Film gemacht, kennen uns zwar schon seit irgendwie langer Zeit, aber haben noch nie so richtig zusammengearbeitet und haben zusammen einen Film gemacht. Hat der Heiner gesagt, er würde wahnsinnig gerne mal so einen richtig coolen Gangsterfilm drehen. Dann habe ich gesagt, würde ich auch gern. Und dann habe ich irgendwie gesagt, wenn man das macht und wenn man sowas entwickelt und so, dann macht es ja nur Sinn, wenn man es dann auch wirklich macht. Dann hat der Heiner gefragt, meinst du das? Habe ich gesagt, ja, dann machen wir es einfach. Und egal wie und im Notfall auch ohne Geld, unabhängig von allen, die da so normalerweise mitreden oder und so. Und dann haben wir gesagt, ja okay, machen wir. Wir hatten also so de facto zwei Listen von Schauspielern und da hat jeder so ungefähr 10 Schauspieler drauf geschrieben, die er sich für so ein Genre und so in diesem groben Szenario, was wir uns schon ausgedacht hatten, vorstellen kann. Und davon hatten wir, glaube ich, 7 gleiche. Stimmt. Ne? Das Beste war das mit André. Ja. Und dann bin ich eines Tages am Drehort, komme ich aus meinem Wohnmobil raus, und Niki steht am Trailer da an dem Catering und ich sage, ich habe noch einen. Da sagt er, ich habe auch noch einen. Da sage ich, sag du dann zuerst. Na du, du. Sagt er, also meiner, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der hat im Untergang diese tolle Rolle gespielt und so unglaublich eindrucksvoll. Den General. Ja. Ja, und ich sagte, das habe ich nicht gesehen, aber ich meine den André Hennecke. Dann sage ich, ja, genau der ist es. Genau. Ist der. Also für mich ist ja unheimlich wichtig, ja. Wie gesagt, dass ich endlich mal wieder Leute erschießen kann. Ja. Das macht mir, ich habe zu wenig Leichen dieses Jahr hinterlassen. Und Rollen, in denen wenig gesprochen wird und viel geschossen wird. Das gibt. Das sind immer so ganz besondere Highlights, weil man das ganze Jahr immer viele Rollen hat, in denen man viel spricht und wenig schießt. Und dadurch bin ich sehr ganz zufrieden, dass ich damit sozusagen in das neue Jahr gehe. Ja, weil wohl ich bin. Die Bullen finden unsere Leichen und ihr seid fein. Ja, es ist eiskalt, er zieht seine Nummer durch, der macht die alle klar, nimmt mit genau die Kohle. Ach, Kinder, ich nehme. Jetzt, aber was das Projekt anbetrifft, ich bin so glücklich, dass es eben zu dem Fluss auch einen Gegenfluss geben kann. Und dass der Niki Müller-Schön und der Heiner Lauterbach das zusammen und diese ganzen Leute zusammengebracht haben, das ist einfach, einfach toll, weil du natürlich dann eine bestimmte Freiheit hast. Und das ist so eine künstlerische Freiheit. Und wahrscheinlich sind diese ganzen Leute auch deswegen da. Und es ist, was sie meint, ist ja, dass bei nicht so geförderten Filmen auch nicht so viele Leute mit reinreden in das Projekt. Und das zahlt sich immer aus, weil man dann irgendwie kann man dann die Sau mehr rauslassen. Ja, genau, die Sau mehr rauslassen ist das richtige. Es fallen viel mehr Schimpfwörter als in einem großzügig geförderten Projekt und das ist immer interessant. Boah, ist das super. Ist das geil, ne? Guck mal, hier auch der Finger, der aufgeputzte Finger. Das könntest du es gar nicht leisten können. Du könntest es eigentlich überhaupt gar nicht mehr. Das hier, was du siehst, passiert überhaupt nicht. Das ist eine reine Einbildung. Gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht. Boah, ist das wieder. Ich muss sagen, dass ich mich noch nie so viel im Vorfeld, so viel mit der Findung einer Figur beschäftigt habe. Gemeinsam mit Niki, also ich habe, was ich sonst überhaupt nicht meine Art ist, so ihn doch schon oft gefragt, sag mal, dieser Harms, Niki, wie wollen wir das, wie wollen wir den anlegen, um dieses blöde Wort mal zu gebrauchen. Ich habe den noch nicht, die Figur noch nicht so ganz, obwohl das Drehbuch schon erstellt war. Und also darauf habe ich mich natürlich sehr gefreut. Und gleichermaßen war ich auch etwas verunsichert. Denn es gibt diesen Art Verbrecher in Deutschland, nicht im Fernsehen oder im Kino, im Film. Und insofern mussten wir den irgendwie neu erfinden
vielleicht Fatih Akin hat so ein bisschen so dahingehend Filme gemacht, aber die haben auch meistens so einen Migrationshintergrund. Und aber diesen reinen deutschen Verbrecher, der findet irgendwie nicht statt bei uns im Kulturbetrieb, obwohl die dann ja nicht in die Banken überfallen werden wie in anderen Ländern. Wenn du so das Milieu, also wenn man so die Nutten und die Zuhälter und die unterste Mittel, die Slums, guckt, die werden, dann stellt man fest, dass die in England, in Frankreich, in Südamerika, in Italien, überall, in Russland, überall wird das Milieu und werden diese Lokalitäten und diese Menschen kulturell behandelt auf eine Art. Da gibt es Fotos, da gibt es die Gangster aus den 30er Jahren, aus den 50er Jahren, den Pigalle, die ganzen Beaubourgs in Paris, das wird überall, die Gomorra, da gibt es Filme und Fotos und Literatur. Und wenn du dann in Deutschland guckst, da findest du dann ein Buch über Punks, eins über Tätowierung und eins über die RAF. Set! Action! Also was mich an diesem Projekt sehr viel mehr interessiert hatte, war eigentlich auch der Weg, wie es zu diesem Film gekommen ist, dass sich zwei Leute, also Niki und Heiner, daran gemacht haben und gesagt haben, wir möchten ohne Filmförderung jetzt einen Film drehen. Und da Gleichgesinnte gesucht hat, und das war eigentlich das, was läuft. Mich mit am meisten interessiert hat. Axel, jetzt bräuchten wir dich leider. Ich möchte, dass ihr hier die Wände vollsprüht, ja? Hey, ich rede mit dir, du Fotzenkorb! Hier wohnen anständige Leute, ja? Ist ja klar! Die gehen den ganzen Tag hart mal durch und die wollen saubere Wände sehen, wenn sie hier nach Hause kommen. Das sind Familien mit Kindern, verstehst du? Das hatte ich auch noch nie, dass man, dass da niemand steht und sagt, pass mal auf, mach mal ein bisschen weniger Dialekt, mach mal, sag mal nicht Fotze oder. Mach das mal nicht so brutal, das geht nicht. Also, dass man da offen sein kann und sagen kann, man kann sozusagen einen richtigen Jungsfilm machen. So ein, wo wir auch Bock haben, uns hinauszukommen. Habe ich schon okay. Die Vorkommen an. Weißt du, ich hab das ja irgendwann nachholen müssen. Oh, da gibt's ja auch, ein paar üble Dinge zu. Da gibt's ja auch mit Van Damme gibt's ja auch so ein paar üble Dinger. So Cyborg. Cyborg, die ultimative Antwort eines Kämpfers oder so. Van Damme. Ja, da gibt's sogar einen Film. Du, da gibt's sogar einen Film, wo der. Van Damme heißt der, du Vogel. Wie heißt der? Van Damme. Van Damme. Nee, ich spreche in Deutsch aus. Entschuldige. Van Damme. Hinterm Antifaschisten. Van Damme. Hinterm Damme. Genau, Van Damme. Hinterm Antifaschisten. Nee, da gibt's ja sogar einen Film, wo er zwei Rollen spielt, wo er sich und seinen Zwillingsbruder spielt. Ne? Ja. Ja. Double Impact. Double, Alter. Aber er kann es nicht an sich halten. Kommt, lasst uns den Keller ja, so eigentlich nicht verraten. Aber der war Tänzer, der kann ja Spagat. Machen. Ja. Das ist ja so einer, der Kunst. Jetzt wird Kunst gemacht. Van Damme. Van Damme. Alter. Van Damme. Heute Abend gehen wir in Van Damme. Na, kick mal, heute kommt die Van Damme. Wir müssen uns später noch aufheben. Ja, ja. Klar, das war nochmal so ein bisschen was aus. Ich war es halt super, dass ich gleich so aufgefangen worden bin von den ganzen Leuten hier und liebevoll empfangen worden bin, gerade weil es halt alles so spontan war. Und das tat unglaublich gut. Wirklich, also gerade Kostüm und Maske haben mich gleich doch für den Abend irgendwie empfangen und haben mich aufgemuntert, obwohl ich ja nicht irgendwie entmutigt oder so, aber trotzdem tat es halt gut, wirklich warm aufgenommen zu werden und zu spüren, dass alle hinter einem stehen. Und selbst Heiner hat gesagt, als wir uns mit Vietnamesen getroffen haben, an dem Abend eben, wo sie mich gefragt haben, er hat gesagt, wir sind alle auf einer Ebene und machen das. Und hat mir gleich seine Hand auf die Schulter gelegt, hat gemeint, hey, das mach mal, Junge. Wann hast du das letzte Mal gedreht eigentlich? Das letzte Mal sind mindestens 10 Jahre. Ja. Erstens einmal hatte ich nie Zeit. Dann immer so blöde Bücher bekommen, ja, wo ich nicht mitspielen wollte. Ja. Ja. Sag mal, hast du so einen Film in dieser Art, sagen wir mal, so einen richtigen Gangster-Drama? Habe ich das nicht gemacht, also soweit ich mich zurück erinnere. Ich habe einmal bei Derek mitgespielt, ja, einmal bei
bei Kommissar und einmal, ich weiß es nicht mehr. Ja, das sind ja, wenn man so will, alle mal Polizeifilme. Die Polizeifilme, mhm. Da habe ich mal mitgespielt, aber einen richtigen Gangsterfilm. Ich habe, glaube ich, noch nie geschossen im Film. Und doch einmal auf einen Hund in Israel. Ich fürchte, die Beziehung hat sich so gestaltet, dass er mich noch sehr oft überwinden kann. Aber solange es noch Zeit bleibt. Gefühl, jetzt versuchen wir mal einen eigenen Stoff. Und ich muss sagen, also was der Heiner und der Niki da auf die Beine gestellt haben, das ist schon enorm, dass hier wirklich gute Leute an einem Projekt mitarbeiten. Und bei, also, und das sage ich auch in aller Freundschaft, jedes Risiko ist mir lieber als diese alltägliche, ja, das alltägliche Einerlei, dieses alltägliche immer eh schon wissen, wie es geht. Diese Krimis, die ich alle schon gar nicht mehr anschauen will. Dann lieber ein Versuch und gelingt's und gelingt's nicht, ist auch okay. Das Risiko ist, das ist mir die Sache wert. Was geht hier ab? Nein, hier geht gar nichts ab. Ich sag nicht, wir reden nur. Ich habe selten so viel Spaß gehabt. Und selbst wenn das Ding am Ende auch nur 3 Zuschauer sehen, die Lebenszeit, die wir hier hatten und die Kreativität, die wir hier miteinander verbracht haben, die kann uns keiner nehmen. Und ich freue mich dermaßen, das Ding mal im Kino zu sehen.